Unfassbare Szenen im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Ein Hassmob umringt die Polizei, versucht sie daran zu hindern, einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Zum Tumult kommt es, als kurz vorher Drogenfahnder den verdächtigen Drogenhändler und einen Komplizen festnehmen wollen. Die Polizisten werden plötzlich von Anwohnern umzingelt. Als die angeforderte Verstärkung mit unzähligen Streifenwagen eintrifft, eskaliert die Situation vollends. Der Anwohnermob, unter ihnen angeblich auch Linksradikale, beleidigt, bedrängt und bespuckt die Polizisten, greift die Drogenfahnder sogar an. In der Zwischenzeit flüchtet einer der mutmaßlichen Drogendealer in das Gebäude. Bewohner helfen ihm und verbarrikadieren die Tür. Einem Großaufgebot der Polizei bleibt nur der Schnellzugriff durchs Fenster.